Maria ist eine junge Frau. Sie wohnt in Nazareth, gemeinsam mit ihrem Verlobten Josef, den sie sehr lieb hat. Es ist sehr, sehr still. Kein Hahn kräht und kein Hund bellt. Maria wundert sich darüber. Da geschieht plötzlich etwas Unglaubliches. Gabriel, ein strahlend heller Engel, steht vor ihr und blickt sie freundlich an. Engel sind Boten Gottes. Er sagt zu ihr: Hab keine Angst, Maria. Gott hat dich lieb und hat Großes mit dir vor. Kaiser Augustus ist der mächtigste Herrscher der Welt. Er regiert in Rom über ein riesiges Reich. Alle müssen tun, was der Kaiser befiehlt. Eines Tages erlässt Augustus das Gebot, dass die Menschen in seinem Land gezählt werden sollen und sich in Steuerlisten eintragen müssen. In den Nächten wird es oft sehr kalt. Dann zündet Josef ein Feuer an und sie sitzen eng beieinander und wärmen sich. Schon bald haben Maria und Josef das letzte Haus des Dorfes erreicht. Dort wagen sie noch einen allerletzten Versuch. Im Haus wohnt eine Bäuerin. Sie hat Mitleid mit den beiden und sagt: Seht hier, meinen Stall, dort könnt ihr übernachten. Ein Stall ist besser als gar nichts, denkt Josef, denn sie haben keine Zeit mehr, um noch eine andere Unterkunft zu suchen. Die Tiere im Stall sind noch wach und begrüßen freundlich den Esel. Sie schmiegen sich eng aneinander und ihre Körper halten den Stall schön warm. Auf einmal erscheint neben dem Engel ein großer himmlischer Chor. Die Hirten hören eine wunderschöne Musik, die sie nie mehr vergessen werden. Der ganze Himmel jubelt. Am Stall angekommen, halten die Hirten inne. Voller Spannung treten sie zögernd ein. Aber alles ist so, wie der Engel gesagt hat. Maria und Josef beugen sich über ihr Kind und sind voller Glück. So ist es schon Tag geworden, als die Hirten den Stall verlassen. Voller Freude erzählen sie allen Leuten, was sie erlebt haben. Gelobt sei Gott, Jesus, Christus, der Retter, ist da. Hier in Bethlehem ist er geboren. Wir haben ihn mit eigenen Augen gesehen.